Dann ist die Neunte Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein parfümierter Faulpelz. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Dann suchen Sie ihn! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sind wir in der Tat von der Welt abgesprungen. Befehle und Anweisungen können da nicht mehr übermittelt werden. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Meine Familie. Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Ja, vielleicht schon da! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist gut und schick. Steh an, was passiert, wie wir sehen. Ich habe nicht verliehen. Angriff Steiners hat Befehl. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Kommen Sie, ich muss hier raus! Wer sind Sie? Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Sie ist ohne Ehre! Von allen
Do you see? Do you see?